Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, warum ich denn nicht einfach mitten im Spiel wieder anfange, sondern immer mit dem Startbildschirm. Das liegt ganz einfach daran, dass der Typ so wunderbar Helja sagen kann. Und weil wir dann auf die Insel mal kurz gehen können, bevor wir hier anfangen. The Island! This is my island in the sun! Ne? Der verortete Strandausflug hat einige Monster geheilt. Ist ja super. Holt sie vom Strand ab und schickt sie zurück an die Arbeit. Na, das machen wir doch sofort. Zack. Aha, warum sind die im Käfig? Geheilte Monster sind in meinem Käfig. Drücke die E-Taste, um sie zurück in den Vortex zu befördern. Okay. Perfekt, im Vortex hängen ein paar Monster rum. Ihr könnt ihnen eine Arbeit zuweisen, wenn ihr wollt. Ja, wollen wir. So, zurück. Mal hier zum Vortex. Warum ist das Ding eigentlich immer noch zu? Finde ich blöd. So. Da ein paar Monster dazu. Da auch ein paar Monster dazu. Da auch ein paar Monster dazu. Ich liebe ja Schätze. Na, haben wir nicht noch eins übrig? Nö. Dann nehmen wir hier noch eins weg und jetzt packen da jetzt noch eins dazu. Blau sind fröhliche Kuschelmonster und rot sind traurige Miesmonster. Klar. So, hat sich jetzt hier irgendwo irgendwas getan? Hier vielleicht? Nö, alle Monster happy. Ach, jetzt ist auch so eine lustige Vase. Und der Minotaurus und die komische Schildkröte von dem anderen Level. Na gut. Wieder raus. Sonst scheint ja hier soweit alles in Ordnung zu sein. Ist im Hafen irgendwas los? Nee, sieht nicht so aus. Aber viel zu produzieren scheinen die ja nicht. Ich dachte, ich kriege hier die ganze Zeit immer so, also gerade so in der Mine und so, dass ich hier die ganze Zeit über immer so ein bisschen Gold zugeschustert bekomme, aber das ist scheinbar nicht so. Mal gucken. Ah ja, ach so, das sind die neuen Monster, die sich hier gerade reingeworbt haben. Warp, warp. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder runter von der Insel. Hier scheint ja nicht besonders viel los zu sein. Ja, wir wollen wirklich von der Insel runter. Juhu, er hat es wieder gesagt. Hii. So. Jetzt wollen wir mal fortsetzen. Einzelne Schütze, die Knarre überhitzt nicht. Dauerbeschutz, die Knarre überhitzt. Logo. Ja, total wenig hilfreicher Tipp. Abgefahren, der erste Weltraumhase. Im Weltall hört dich niemand deinen Bildern nachheulen. Warum habe ich eigentlich diesen komischen Helm auf? Juhu. Miss Fountain, meine beste Freundin in diesem Spiel. Aber hier können wir schon einkaufen. So, gehen wir mal rein hier. So, ich wollte mir einen Blutschub kaufen. Ich habe da plus 2000 Gold, aber holen wir uns mal. So, jetzt habe ich mir den endlich gekauft. Denn, merke, in dieser Aufnahmerunde Blutschub kaufen, haben wir jetzt gemacht. Haben wir jetzt hier mehr Blut, ist toll. Und, aua. Große Sachen, wie zum Beispiel komische Köpfe an irgendwelchen, ja. Ach, die gehen auch dann kaputt, ist ja hübsch. Wie komische Köpfe an Durchgängen können wir mit unserem Dash-Angriff wegmachen. Aha, Alienschilde in Gitterform. Okay, ganz schön clever. Verflucht. Hm, was hätte Paps wohl getan? Ihnen neue Gesichter gesägt. Okay, das soll wohl heißen, dass wir dann mit unserer Säge weiterkommen. Ih, geh weg. Ah. Wow! Ah, da waren Stacheln. Verdammt. Aber einen Blutschub habe ich noch. Das heißt, wir können hier weitermachen. Aha. Ah. Ja, ja, denkst du, dass ich in die Britzeldinger da reinspringe? Oh, die brauche ich gar nichts machen. Die erledigen sich von alleine. Ja, ja, Alien-Schilde in Gitterform. Neue Gesichter sägen und so. Ich weiß schon. Oh, da oben sind ja auch zwei Gelddinger. Wow, ich muss hier weg. Wow, hier sind doch Stacheln. Ah ja, hier können wir schön sägen. Lalalalalala. Splotch.
Tür ist offen. Aber als neugieriger Hase gucken wir natürlich erstmal, was hier unten so ist. Oh, das hätte fast schief gehen können. Oh, ein Geschenk. Du hast einen neuen Hut gefunden. Yeah. Können wir uns ja mal lustig anpassen. Ja, ist richtig. Was zum... Ich mache hier wieder die Mafioso. Mit der Ente auf dem Rücken. Fremden. Hui, das war knapp. Haust du wohl ab. Du auch. Weg, weg, weg. Ah ja, meine Pumpgun habe ich ja auch noch. Gott sei Dank, Mann. Gibt's die Pumpgun. Ui, das Ding qualmt. Aber ich nehme es trotzdem mit. So. Hat mir jetzt nicht so viel geholfen. Aber, immerhin. Dann lasse ich die mal doch lieber stehen. Wer weiß, was mir die bringen. Kriege ich die Dinger vielleicht auch mit meinem Dash-Angriff weg? Nee. Ah ja, ich muss die Dinger irgendwie zum Explodieren kriegen. Aber vielleicht, wenn ich das Ding da drunter schiebe, dass sie dann warm werden. So. Ja, nicht so doll schieben. Nur ein bisschen. Mano! Mano! Hm, hilft nicht. Hilft auch nicht. Hilft auch nicht. Hilft sowieso nicht. Nee, du geh weg da. Au! Räum. Mit dem sollen wir auch irgendwas machen. Hä? Hä? Okay. Na gut. Ah! Jetzt war ich abgelenkt, so eine Schweinerei. Unfair. Ich glaube ja fast, dass ich den hier irgendwie unter das Ding da schieben muss und dann damit irgendwas machen muss. Aber was? Hm. Upsi. Ah ja, das hat geholfen. Nee. Was habe ich denn da jetzt geschossen? Ah ja, okay. Mit meinem dicken Raketenwerfer hier. Ja. Ich sag mal. So. So. Jetzt ist der Astronaut fällig. Ah ja, wir müssen den Kombo. Das ist ja sehr, sehr lustig. Geschafft, 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 geschafft. Geschafft. Ja, jetzt machen wir hier wieder den derben Fußballhasen. Und er schießt und er fliegt und Tor, Tor, Tor. Das war das 2:0 für den Hasen gegen die Monster. Und so. Yippie. So, aber uns fehlen noch 3 Monster, um hier aufzumachen. Rem, 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 rem. Hier irgendwo eine Miss Fountain ist. Upsi. Das Ding gerade angefangen zu brennen. Ah, okay. Gut zu wissen. Ah! Hilfe! Ja, lieber mein Ratata hier wieder rein. Oder vielleicht auch mein Revolver. Dann kriege ich die wenigstens One-Hit. Ah. Okay, also ich hätte die Dinger auch da runterschieben können und die einfach dann anschießen können. Dann hätten die auch angefangen zu brennen und... Ach du Kacke. Hui. Hui. Das Spiel ist echt so Panne, Leute. Ah, nein. Scheiße. Muss gerade noch jemand an Pong denken? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Ja! Ah, scheiße, nochmal von vorne. Ja. Ja. Ja, der hat gerade noch gezählt. Und den letzten. Jawohl. Fangen die Sterne? WTF. Okay. Sterne muss ich denn hier fangen? Okay, hat gereicht. Oh, ist ja süß. Jetzt muss ich an
ein anderes Spiel denken. Und zwar an... Ah, wie hieß es denn? Yoshi's Island. Erinnert sich jemand? Wenn man dann beim Boss war, dann hat man erst einen relativ harmlosen Gegner getroffen. Dann kam Kamek, ist da zweimal drüber weggeflogen und auf einmal war das ein mega böses Monster. Haha, Miss Fountain, Hallöchen. Ich habe übrigens gerade 666 Gold. Wie passend zu diesem Spiel. So. Lalala. Das ist noch so ein Astronautending. Na gut, schaffen wir schon. Aha, soll das denn da irgendwie kaputt kriegen? Ih, was bist du? Pokéjump. Ja, ist richtig. Ich könnte ewig hier bleiben, diesem blinkenden Lichtlein zuschauen. Ich bin ein richtiger Softie. Oh ja, und niedlich bist du. Die sind hübsch, nicht wahr? Würdest du gerne mehr davon sehen? Vielleicht auf den letzten davon zulaufen? Das ist den Sinne des Angebotes, nehme ich doch gerne an. Kann uns eine Überraschung sein? Ich liebe Überraschungen. Ja. Okay. Also, ich ahne. Okay. Ich glaube, die erreiche ich mit meinen Bummis nicht hier. Dann müssen wir tatsächlich dann... Au, 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 au! Sehr gut. Gut, dass da vorne eine Miss Fountain ist. Bäm. Au! Scheiße. Mist, meinte ich. Ja. Ich muss mal eben bei der Miss Fountain da vorbei. Hup, hup. Hup, hup, hubbel die hup. Schwein gehabt. Wo war denn jetzt Miss Fountain? Die war doch hier vorne irgendwo. Bin ich jetzt völlig gaga? Warte mal. Da oben ist sie. Ich bin ja auch geil. So. Hopp, und wieder zurück. Und hoffen, dass wir keins von diesen komischen Dingern treffen. Und jetzt müssten sie alle wieder tot sein. Ich hoffe, die respawnen nicht ganz so schnell. Ah. Hilfe! 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 Ja, läuft doch ganz gut. Weiß gar nicht, was ihr habt. Was schreit ihr denn so hysterisch? Meine Güte. So, da ist sie ja. Die Gutste. So, jetzt können wir sogar noch ein bisschen länger die Krankenschwestern beobachten, wenn wir jetzt hier... Ah. Achso, hier geht's gar nicht durch. 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 Ist jetzt ja nicht irgendwas passiert? Das Ding hier schon vor sich hin feuert. Ih, der Astronaut hat keinen Kopf. Das ist... So. Ach, fuck. Hoppala. Ich säge. Ja. Oh, das war Luck. Aber es hat geklappt. Ich möchte jetzt nicht wissen, was der Hund da macht. Na klar. Was auch sonst. Ja! Großer Baum. Wow. Jetzt habe ich mich ja selber erschreckt. So. Uah. Wo ist der nächste Monster? Will ich das? Ich probier's mal. Mit E. Okay. Hiermit schieße ich irgendwie. So. Aber was habe ich davon effektiv? Achso, könnte das Ding da kaputt schießen. Das ist eine gute Idee. Gut, dass ich auf diese Idee gekommen bin. Euch kann ich auch gleich mit kaputt machen. Das Prinzip kennen wir ja schon aus. Ah ja, so. Kennen wir ja schon aus Dingensbummens. Haben wir ja in dem einen Level schon gemacht. Ich glaube, in Level 3 war das, ne? So. Ist
gewonnen, aber auch wie die Sau. Ist ja abartig.